Neujahr 2017. Mit einem Ersatzzug von DB Regio geht es nach Hamburg-Altona und per HVV nach Hamburg-Wilhelmsburg. Es handelt sich teilweise um sehr schön renovierte Waggons, teilweise sind sie aber, so wie der zweite Wagen von hinten, stillgelegt, weil es technische Störungen gibt. Ich hatte das Glück, nicht nur über weite Teile der Strecke sehr nette Mitreisende zu haben, sondern auch noch einen Waggon, der sehr schön renoviert ist. Da er für sein Alter auch sehr laufruhig unterwegs war, wäre es vielleicht eine Überlegung wert, eine kleine, aber feine Reisezugbahn aus diesen Waggons zu entwickeln. Ob die Flure sanitär gelb bleiben müssen, wäre vielleicht noch einmal zu verhandeln. Der Lokomotivvermieter Beacon lässt offenbar seine Murmelloks neu lackieren. Der Fuhrpark der Südostbayernbahn wurde mit Doppelstockwagen modernisiert, sodass die alten Fahrzeuge auf der Marschbahn zu Ersatzzwecken zur Verfügung gestellt werden können. Mit der S-Bahn des HVV geht es in Hamburg Süden. Als Besitzer eines Schleswig-Holstein-Tickets entstehen mir dafür keine zusätzlichen Kosten. Auch die Busse der Hochbahn gehören zum HVV und können mit dem Schleswig-Holstein-Ticket kostenlos genutzt werden. Die erzielten Fahrzeiten sind grundsätzlich rekordverdächtig. Eine solche Fahrt wäre so entspannt und so schnell mit dem Auto kaum möglich. Die Busse der Hochbahn verkehren im Allgemeinen im 10- oder 20-Minuten-Takt.
Fahrt von Veddel nach Altona dauert mit der S-Bahn etwa 18 Minuten. Dies ist exakt der Zug, mit dem ich am 27.12. von Altona nach Sylt gefahren bin. Die tägliche Laufleistung eines solchen Zuges beträgt geschätzte 1000 bis 1300 Kilometer. Für zwei Fahrten von Westerland auf Sylt nach Hamburg, Altona und zurück, sowie Regionalfahrten in Nordfriesland. Nach Hause ging es aber mit dem Zug, der die vielen Erste-Klasse-Waggons hat. Eine Viertelstunde vor Abfahrt musste hier noch eine Scheibe eingesetzt werden und dem Monteur fehlte eine dritte Hand. Wie gut, dass ich eine in der Tasche hatte. Dieser Zug präsentierte sich deutlich abgewohnter als die, mit denen ich bisher gefahren bin, aber pünktlich war auch er.